Jojo, Leute, willkommen zu Blätterzeit 2, die Spezialfolge zur 300. Folge. Ja, ja. Krasser Scheiß. Hier ist Chino, ist am Start. Mal wieder was anderes heute als kleines Special? Ja, wie ja, nennt man? Special. Aber wir müssen noch in irgendwie, also der nächste, der spreckt, ist halt mal schauen, dass wir alle ins selbe Spot kommen, weil ich bin ein anderes. Ah, Markus ist im falschen Spot. Ich bin nämlich mit Fuko in einem drin. Das ist der Markus. Ja, auf jeden Fall, wir haben gedacht, für die 300. Folge machen wir heute mal ein bisschen was anderes als Blätterzeit. Bei Heroes and Channel ist ja ein kleines Update rausgekommen. Viele Updates. Nein, aber fein. Ja, gut, es gibt jetzt eine dritte Gruppe, wir spielen sie gerade, die Sowjets. Die Russen. Die Rote Armee! Ja, und dann kommt schon wieder ein Panzer. Lass mich mal aussteigen hier. Was ist denn das für geil? Alter, Panzer, das ist. Alter, ja. Braucht meine Maschine mit so lange zum Reload. Markus hat einen Kill! Markus hat einen Kill! Ich hab einen Kill. Alter, ich bin gleich wieder tot. Zwei Schüsse, ja. Alter, und Kill, Alter. Ja, ich hab auch schon mit auf die gehalten, aber auch keinen Kill bekommen. Komm, wir cracken den hier fast. Oh! Was passiert gerade mit dem Fahrzeug hier? Von hinten, der Grease Gun. Ich crack's mal. Und du musst Deckung dir Deckung. Oh, aber es ist geil. Der hat mich verschoben, jetzt crack ich wieder von vorne. So ein Spaß. Also es ist aber nur eine Ausnahme, also es war jetzt nur so ein kleiner Gag von uns, dass für die 300. Blätterzeit-Folge in kleiner Runde hier aus dem Channel ist ja gespielt wird. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, das Spiel kommt nicht zurück. Definitiv nicht. Natürlich. Nein. Petal wird abgesetzt. Ja. Und hier aus dem Channel ist dafür. Ich glaube, danach können wir Zeit gespielt. Ich glaube, danach können wir unseren Kanal dann aufhalten. Panzer, Panzer, noch ein Panzer, what the fuck. Vor uns noch ein Panzer. Wie viele Panzer kommen hier? Dass wir nach unser Kanal auflesen können, wenn wir wirklich Blendezeit absetzen würden. Ja, Markus, es könnte sein, dass wir gleich zurück müssen auf O2. Markus, schau mal, dass du in unsere Kampfeinheit kommst. Ja. Motorisierte Infanterie. Na, jetzt haben wir ja nur die Amis gegen uns. Wir verlieren B3. Kann man nochmal wechseln, Alter. Mit dem im Death Screen. Ja, und, ja, aber. Unten rechts auf dem Pfeilen. Ist Juhu, ich hab einen Panzer! Sure. Ja, dann ist unser wahrscheinlich voll. Achso, das ist ein Panzer? Ja. Ach doch, da, jetzt sind sie da. Hätten sie wieder weg. Ja, aber wahrscheinlich war uns das wirklich voll ist. Ja. Ich komme mit neueren und ich wieder raus. Ah, jetzt ein O2 verteidigen. Jetzt hat Wie geil ist das denn? Toto, was tust du? Du bist ziemlich am Absmoffen und fährst halt in die gegnerischen Panzer rein, ne? Ja! Ich hab keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Verstecken und gegnerische Panzer wegschießen wäre die geschickte Variante gewesen. Ja, ich bin voll reingefahren. Ja, und explodiert. Ja, da war ich schon. T2 oder B3? Gehen wir zu B3. Also eigentlich sollten wir. O2, ja, 1. B3. Was sind das denn? Richtung B3. Wie geil ist das denn? Eine Vierlingsmaschinenkanone? Alter, hab ich auch noch nicht gesehen. Bin noch nicht einmal bei bei O2 angekommen und bin schon so gut wie tot. Die sollen endlich mal eine Minimap in das Spiel integrieren. Das ist ja Bullshit ohne. M? M, festhalten, Karte. Ja, aber Minimap, wo man auch nicht immer gezeigt wird. Ja, das wäre ja dann nicht mehr realistisch. Das Ding hier ist realistisch, weißt du? Auch wenn es teilweise nicht realistisch ist. Das Ding ist absoluter Bullshit. So Sachen Nein. Wie du. Es ist geil. Eine Blondine mit 60-90 ist geil. Blendezeit ist geil. Das ist einfach nur Dreck. Ja, Gott, den unlocke ich nicht. Der ist eh behindert. Kaputt. Oh, der Tank hat mich gesehen. Schnell weg. Wo seid ihr eigentlich? Ah. O2. Auf der Flucht. Lappen King LP. Ja. Futur ist explodiert. Ja, ich hab's gesehen. Einfach mal weggeflogen, ne? Einfach mal so. Ja, ich sollte mit meiner Waffe mehr in den Nahkampf gehen. Ich bin auf Distanz nicht wirklich. Nee, wirksam. Mit der kannst du auf der Distanz. Oh, du, deiner wurde weggestellt, Sven. Dein Kompagnon und ich wurde gerade vom Panzer weggeholt. Ja, da. Ja, und ich hol mir jetzt den Panzer hier. Wie denn? Oh, der ist dann richtig am Smocken. Ja, am Cracken. Ich bin hart am Cracken, Alter. Ja, den habe ich auch, der hat noch ein Leben, den kannst du knicken, ja. Was willst du mit dem? Umdrehen, den Schuss machen und einen Kill erzielen. Und dann wieder aussteigen und wegrennen, wie ein kleines Kind. Also hier kannst du nichts holen an dem Punkt, wo ich hier gerade bin. Was, wir cappen C2 oder? Ne, die cappen C2. Hätte mich jetzt auch gewundert. Da hinten kommt einer. Okay, mit dem mitfahren? Oh Mann, yeah. Das ist doch behindert. Kann ich.
Scheiße. Leute, das Spiel ist doof. Dass das Spiel doch doof ist. Oh! Hab ich den getroffen? Weiß nicht. Möglich oder möglich oh, nicht? Oh! Ich wurde von Headshot weggeholt. Ja, wenn du da oben hockst. Wenn du mich fährst. Ich hab grad gegen einen anderen Panzer gefightet. Weißt du, wie schwierig ist es hier zu aimen, während das Ding sich bewegt? Oh, hochexplosiv, Hartkernmunition. Ich lade Hartkernmunition durch. Bam! Handgranate! Bam! Und schon wieder bin ich durch die Luft geflogen. Ach. Wurde von dem leichten Panzer in die Luft gejagt, aber haben gegnerischen Panzer ausgeschaltet. Das hat sich rendiert. Ja, also. Wenigstens was. Ja. Ja, aber ich glaube, ich bleib mal lieber wieder bei O2. Ja, bin ich jetzt auch gerade. Boah, mich langweilt das schon wieder. Ich krieg schon wieder Plack von dem Spiel. Das ist. Ja, ja, wir müssen B3 holen. Eine andere Chance haben wir nicht. Ah, ich hab das MG. Was? Maschinen-Dingsi? Ja, das Vierlings-Maschinengewehr. Schön für dich. Ich versuch mal hier einen Schreck nach vorne zu kommen, lebendig. Ich auch. Oh ja, da ist ein Gegner. Wenn er aber schon gesehen hat. Ich auch. Behindert. Oh, und ich wurde weggesnappt. Wie behindert ist das? Du kannst hier nicht mal schießen, weil der ganze Rauch. Realistisch, Futter. Wo bist du? Ja, schieß dich gleich mal realistisch. Ja, das ist auch so realistisch. Du kannst deine Verbündeten wegballern. Ja, gut, das ist ja wirklich so. Wenn du im Krieg auf die eigenen Leute mit der Waffe ziehst, dann tötest du sie. Ja, sag ich doch. Oh Mann, scheiß Sniper. Das ist okay, wie Blendenzeit. Bleib mir entweder ein Gewehr wieder zu schaffen oder ich komme von der Seite und greife von C3 B3 an. Das ist eine Idee. Von C3 B3. Alter, oder? Ich krieg schon wieder Feuer von der Seite. Ich lauf einfach schon wieder hier einem Sniper direkt in die Arme. Weil ich auf Distanz überhaupt gar keine Chance habe gegen die. Nee, sag mal, mit der PPD hast du keine Chance. Dafür bin ich im Häuserkampf halt überlegen. Wow. Ohne Ende. Ja, klar. Da oben ist er. Ah, da oben hockt der Pisser. Ja, natürlich. Ja. Ich bin ein Sniper, aber ich krieg den auch nicht weg mit meiner PPD, weil ich nicht einmal das Fenster treffe. Ich komme nicht mal in die Nähe vom Haus. Oh, der hockt unten in der Tür, hock ich weg, Mann. Ja, eben, ich komme auch nicht Gärtner. In die Nähe von dem Haus. Ja, Gärtner. In die Nähe. Ja, dann ist der Gärtner mich gekillt, ja. Deploying, traveling location. Wird jetzt auch zwei gecatchert. Die Entdeckung hinter dem Panzer. Hinter unserem Panzer oder hinter dem? Ja, hinter unserem Panzer. Boah, und schon wieder tot. Also, ich finde das Spiel jetzt immer noch beschissen. Ja, es ist auch immer noch beschissen. Und wir verlieren noch zwei. Beta-Futur. Ich weiß, wir sind gerade dabei, es ist zu holen. O2 ist nicht gut, wenn wir verlieren. Eine Beta, das könnte eine Alpha sein, weil ich es nie mehr spiele. Wo ist der Wichser? Die große Frage. Wieder tot! Hey, Alter, das Spiel sackt aber wirklich wie so eine. Naja, sag ich jetzt nicht hier. Das sackt hart, ja. Und natürlich wird 10.000 Kilometer im Schutzbereich von dem scheiß Panzer gespawnt. Boah, ey. Ich bin am B3 dran. Wir verlieren O2. Ich bin tot. Ich weiß, ich finde ihn nicht, den Typen. Sniper über mir. Ach, da ist er. Ich hab ihn gesehen. Ja, hast ihn gespottet. Alter, warum stirbt denn nicht? Natürlich, der trifft mich mit einem Schuss und ich bin tot, genau. Ja, ja, die Logic hier finde ich gut. Maschinenpistole, neue Distanz, 4 Schüsse Brustkorb, du bist tot. Gewehr, 5 Schüsse Brustkorb auf 10 Meter, du stirbst nicht. Das ist eine Beta, Sven, da muss man noch ein bisschen was fixen. Ja, ja, ein bisschen was fixen. Zum Beispiel, dass man auch mal einen Zweikampf gewinnt. Juhu! Und da fliegt einer durch die Luft. Aber wie realistisch. Vor allem da drüben ist einer mit einer 12. Ach, wie geht sowas? Mal. Wie geht sowas? Vier Leute von uns sind an O2 dran, das haben wir wieder. Komm schon, läuft bei uns. Läuft bei uns, Fettbeste geworden. Ach du Scheiße, ein Trick. Können wir nicht einfach aufhören, Blendzeit spielen? Machen wir danach. Okay. Sehe ich voll und ganz ein. Also hier, im Gegensatz hierzu, ist Blendezeit ein ganz entspanntes Spiel, muss ich sagen. Ja eben, mit fast keinen Bugs. Oder... Auch wenn meine Waffe einen schönen Waffensound hat. Juhu, 50 XP bekommen. Weil die Mucke ist geil. Ich hab 70, ja. Stimmt, wenn ihr einen Punkt verteidigen, ist egal. Yeah, lebt da immer wieder Varenus.
Oh Mann, Markus, den wollte ich haben. Ich habe mit meinem MG reingespammt. Ich auch. Holt mal jemanden den Wagen. Hat die ganzen... Ja, Markus ist schon dran. Markus ist schon dran. Nein, Markus ist nicht dran. Ich bin dran, ja. Jetzt hat. Ich glaube, du sitzt auf der falschen Seite, um den gecrackt zu kriegen. Heute bist du unter Beschuss von hinten. Ja, toll, der Gärtner wieder. Markus tot. Sniper. Hab's ihm gesagt. Aber ich weiß. Jetzt bin ich am Wagen dran. Diese Sniper, ne? Warum ist es so pedi, Sniper, Mann? Eben, wir können doch gar nicht Sniper, weil du noch nicht mal annähernd das Level haben für eine Sniper. Ich bin noch nicht mal Level 1. Ich kann froh sein, dass ich ein Maschinengewehr ausrüsten darf. Panzer fährt rein in O2. Ja, wir kommen. Hier kommt es zu spät, ich bin schon so gut wie tot. Man muss halt Tankgranaten spammen. Das macht dem Panzer überhaupt keinen Schaden. Doch. Nein, so gut wie gar keinen. Da brauchst du 12 Stück, 13 Stück, bis der kaputt geht. Haben wir doch. Wir können nicht mal bei O2 spawnen, weil die Panzer da sind. Ja, das ist der Gag. Das ist der Gag, das ist der Gag schon weg. Ach Gott im Himmel. Boah, das Ding. Weißt du, wie die das Spiel hier entworfen haben, haben sie überlegt, wie schaffen wir es, die Leute, die von Anfang an spielen, so weit im Vorteil zu bringen, dass die weiter spielen, obwohl sie das Spiel raged und die Neuen es spielen, weil sie auch raged. Wie kann man ein Spiel nur so dermaßen versauen? Du hast ja keine Chance gegen die, wo Panzer spawnen können und die, wo Sniper haben. Also kommst du nicht mal in die Nähe von dem Sniper. Die haben Kill gemacht. In O2. Dass du nicht mal in die Nähe von einem Sniper rankommen kannst, ohne dass du getötet wirst. Leute, ich habe noch einen Kill in O2 gemacht und O2 verteidigt. Also im Nahkampf bin ich gut. So, jetzt bin ich auch bei O2. Und wird schwer beschossen, natürlich. Hier steht noch ein Panzer in O2. Schau mal, ob du den gehackt bekommst. Ja, bin dran. Der ist auch halb am Arsch. Ich geb dir Deckung. Ja, brauche ich nicht. Bin safe. Nein, da kommen nämlich schon welche. Hab ihn. Halb. 3 Kills. Das war eine 3er Killstreak, Alter. Hälfte habe ich. Ich hab eine 3er Killstreak in dem Drecksgame. Boah, fuck Sniper. Muss ich jetzt einfach so OP, Mann, zum Kratzen. Und schon Foto und damit räumst du uns jetzt den Weg frei. So, ich bin dein Beifahrer. Ich hab ne Minigun. Ich auch. Gut. Ich hab schon einen verwundet. Da ist ein Panzer. Jetzt suchen wir mal den Gärtner, der wo da gespottet ist. Das ist der Gärtner. Ah, oh, ne, ist ein Panzer. Da läuft die Person links. Du kannst dich doch drehen. Nein, kann ich nicht weiter. Ich kann nur in einem bestimmten Drehbereich. Alter, kann mich nicht wie du unendlich drehen. Du siehst vor und folgt deiner. Dreh dich ein Stück nach links, ein Stück nach links. Links? Ja. Danke, raus. Ich hab ihn. Ich hab den Gärtner weggeholt. Gut. Scheiß Spiel. 11-0. 4-6. Die Runde war gut. 4 Kills gemacht. 0-11 meinst du, wenn du... Ja, eben. Ich habe eine 4-6 jetzt. Ich muss sagen, so langsam komme ich in das Handling von der Maschinenpistole im Nahkampf rein. Aber auf Distanz kannst du das Ding abschmieren. Das heißt, ich kann nicht pushen, solange ich keine Leute mit Gewehren neben mir habe. Ich muss mich nur von Baum zu Baum in Deckung machen. Oh Mann! Scheiß Sniper, Alter. Ich check nicht, warum die so OP sind. Wann ist denn die Phase hier eigentlich vorbei? Ich hab wieder einen Kill gemacht und noch einen Kill gemacht und noch einen Kill gemacht. Triple Kill! PDW 40! YOLO Modus! Ja, so macht's dann doch wieder Spaß. Nein, macht nicht. Also ich hab keinen Spaß. Doch, ich hab grad eine 7-6. Markus hat Spaß. Ja. Ich hab auch Spaß. Mit meinem Triple Kill. Schon wieder werde ich angeschossen. Ich sehe ja nicht mal den Gegner, wo der mir liegt. Ja, deswegen musst du ganz vorsichtig in dem scheiß Dreckspiel pushen. Ohne Fahrzeug ist es eigentlich unmöglich zu pushen. Ich habe ein Fahrzeug mit Geschütz um. Doch, Markus, ich komme zu dir. Das sind die Leute, wo ich gekillt habe hier in dem Fahrzeug. Hier waren 3 Stück drin, die habe ich abgesammelt. Jetzt musst du mitfahren. Wow, endlich ein Kill. Markus. Ja. 2 Kill, jawoll, ja. Da oben auf dem Berg ist ein Fahrzeug.
Da oben. Ja, genau, der. Jo, der hat mich auch. Gewonnen, hittet hat er mich. Und jetzt probiert. Ja. Jo. Wounding Viper 2-2-2-2. Okay, dann gehe ich wieder von O2 und versuche B3 zu holen. Also da oben hockt wieder ein Sniper drin. In dem Haus bei B3. Verlieren wir irgendwie O2? Ne, verlieren wir nicht. Der capturen sogar C2 gerade an und jetzt ist es nicht mehr. Wir haben gerade ganz kurz C2 angecaptured. Was? Wir brauchen mal wieder B3, damit O2 mal wieder safe ist. Ja, ich gehe gerade hin. Versuch's auch. Achtung, vor dir auf dem Berg sind zwei Stück Foto und links auf der Weide sind auch zwei. Mhm. Genau links von dir sind die alle vier. Wir nehmen dir gleich. Ich sehe keinen. Da auf dem Berg kommt einer auf dich zu. Hinter dem Baum hier, ja, den ich angeschossen habe. Ja, ich habe ihn gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen. Ich muss gerade nachladen. Ja, jetzt gehen sie alle auf mich, weil ich angefangen habe zu schießen. Und ich bin tot. Weil ich auf Distanz überhaupt nicht zoomen kann. Ich habe eine Kugel getroffen, aber der hat nicht mal Schaden von der Kugel genommen. Überhaupt gar keinen Schaden. Das ist doch ein Witz. Warum macht ein MG auf dem Brustkorb keinen Schaden, meine Leute? Warum? Weil es hier ein schöner Witz ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir von dem Spiel überhaupt gemacht haben. 15 oder so. Ah, gut. Aber nicht so viel Zeit verschwendet dann. Das hat echt null Range, das Ding. Noch nicht mal, wenn du es Einzelfeuer schießt, hat es eine Chance. Weil es sprayt einfach so hart rum. Direkt hinter dem Baum liegt noch einer Foto, ne? Hinter dem letzten von den vier. Ja, ich hab Gegner weggemacht, Gärtner weggemacht, diese Saudi-Ländige. Ja, nice. Gut, ich bin wieder neben dir. Aber wir haben C2 erobert. Direkt vor dem Stein, bei dem Stein vor dir ist einer links. Links? Yeah. Der Stein hier, wo ich hinlaufe. Ah, da ist er. Jetzt zu B3. Hab ihn. Nein, hast du ihn. C3 genommen. Nein, hab ich nicht. Jetzt Pomet, ich bin tot. C2. Hab ihn. Jetzt hast du ihn. Aber ich bin tot. Er hat mich gewonnen-hittet mit seinem Gewehr, während ich ihm vier Schüsse auf Brustkorb gegeben habe. Markus, willst du auch mal endlich O2 safen mit uns? Ja, ich hab grad C2 erobert. Alter. Bringt uns wenig, das ist das Problem. Solange die B3 haben, können die O2 angreifen. Und das ist ja denn ihr Ziel. Jetzt kämpfen wir auch noch C1. Okay, da kriegen wir zumindest in ihrer Verstärkung abgeschnitten. Die Hälfte. Jo! Mich holt auf dem Fahrrad wieder ein Sniper und ich bin fast tot. Ja, der hockt da in dem scheiß B3 drin, der Affe. Ich hab Fun gesehen. Alter, wenn ich den jetzt kill, ich muss ihn killen. Nein, ich hab grad direkt vor mir, Alter, gespielt auf Headshot und ballert mich weg. Jetzt bin ich wieder negativ. 7-10. Ja, ich gehe auch wieder von C3 aus pushen, das glaube ich geschickter als von O2. Ja. Du kannst nämlich vom Haus an seitlich vom Haus kommen. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt bei 5-13, das geht einigermaßen. Ja, ich bin bei 7-10, das ist auch okay. For Heroes in General ist für die erste, nee, zweite Runde, muss ich ehrlich sagen, wir haben eine Runde uns eingespielt. Ja, Mann. Für die zweite Runde muss die erste haben wir aber auch verloren. Wieder ziemlich gut. Ja, die erste haben wir heftig verloren. Wir haben sogar fast unseren ersten Punkt verloren. Alter, die lauft, ist das wieder ein Kill. Mit der Granate. Ich bin bei B3. Bin auch bei B3. Ist wahrscheinlich Party. Und der Ober-B3. Gut, ich komme auch rein. Ach, check das Obergeschoss ab. Obergeschoss hier ist Granate hoch, Granate erstmal hoch. Das Obergeschoss hier ist auch safe. Aber ich werf trotzdem den Granate hoch. Ja, ich gehe hoch. Ja, der oben liegt, da ist tot. Was hat er denn für Waffe? Gib mir die Waffe. Oh ja, gib mir die Scope Rifle. Jawohl, jetzt habe ich ein Sniper Gewehr. Nice. Und 55 Schuss Munition, also. Jawohl. Aber C2 wird verlieren wir. Scheiße. Bleib zu C2! Nein! Ja, super. Irgendwie schon scheiß Sniper da hinten schon wieder. Wo? Irgendwo da hinten. Ich sehe nur aus welcher Richtung. Das ist ein Wald da hinten, direkt vor mir, aber. Ich hab ihn gespottet. Ja, und hol ihn weg. Er ist weg. Oh, jetzt hat er mich. Geh zurück und hol. Oh, hinter mir natürlich. Es liegt hinter uns noch einer auf dem Berg. Wo bist du oben? Auf welcher Seite? Auf meiner Seite gewesen? Wenn du geradeaus laufst auf deinem Berg, genau, gerade. Rechts, rechts von dir, rechts rum. Dreh dich rum, rechts. Achso, ich bin gerade am Leiter klettern. Rechts rum. Auf dem Berg warst du oben. Wie? Nein, da hat er getötet. Da liegt der Typ. Ich wollte doch deine Waffe haben, Alter. Wo warst du? Neben am Haus. Wenn du reingehst.
Ja, geil, jetzt ich vom Sniper und da bist du genau. Genau. Neben dem Haus, wenn du reingehst. Geile Beschreibung, es gibt 5 Eingänge. Ja, da halt rechts. Da halt rechts, bessere Beschreibung. Rechts aus welchem Blickwinkel? Meiner. Ach, deiner, okay, ja, okay, jetzt weiß ich, wo die Waffe liegt. Ich glaube, jetzt ist sie dann auch schon weg. Wollte auch gerade sagen, jetzt brauchst du nicht mehr hinlaufen, die ist weg. Wusste auch noch nie, ich weiß auch immer noch nicht, wo du gemeint hast, um ehrlich zu sein. Ich kann es gleich zeigen, wenn du willst, ich bin gleich weg. Die Beschreibung war nämlich von Arsch, beim Eingang da rechts. Na, wieder mich überfahren wollte, aber es nicht geschafft hat, der Pisser. Schön mir. Alter, ich bin schon tot. Wieder hart an der Feier. Egal, wir haben B3. Und wir capturen. Ja, komm, wir richtig pushen jetzt ja richtig mal hier. Was? Ja, geil. Genau, Alter, bei der Rampe, Sven, war ich. Bei der Rampe. Ich behindert. Bei B3 an der Rampe. Da habe ich sie verloren, meine Sniper. Ich habe 2 Schuss mit der Sniper machen dürfen. Ja, wie das Ding halt verzieht, das ist abartig. Rechts auf dem Berg oben sind auch welche. Ein okay. Sniper. Ja. Auf unserem Berg? Da hüben, wo ich hingreife, auf gerade. Ja, ich komm mit. Oh, aber gegen kann ich auf die ich gespottet. Getan. Geh, dann bleib hinterm Baum. Ja, mach ich gerade. Achtung, von rechts schießt auch noch einer. Was? Weiter rechts. Aber ich sehe ihn nicht. Irgendwo doch, da. Weiter rechts drüben. Ja, ich sehe ihn auch. Er hat mich. Das ist noch nicht an meinen Sniper. Nein, das war deiner, der mich getötet hat. Links, rechts, überall. Deiner hat mich getötet. Der oben hockt da. Nee, ah, doch, ist der Gärtner. Hermann, der Gärtner. Ich kann mit meiner Waffe nichts tun auf Distanz. Also, sobald die Gegner nah rankommen, seht ihr auf 4er Killstreak. No problem. Aber solange ihr auf Distanz sind, kannst du vergessen. 17 Kugeln auf Headshot abgefeuert, das trifft ihn einen ins Bein. Das war ein Headshot ins Knie. Ja, mal, weißt du, ich visier den auf Kopf an. Schieß ihn ja, Kugeln. Das, eins die warten, ist, die eins taugt warten, nix, die eins warten. PPD, ich mach wirklich eine Sekunde Schusspause und ich schieß ihm ins Knie. Boah, ey, der scheiß Gärtner, Mann. Ja, der Gärtner gibt mir auch einen Sack. Das, ja, da ist er wieder. Die haben sich da oben an dem. Boah! Sind die immer noch da, wo die gerade waren? Ja, das sind Pumand und der Gärtner. Gut, genau hier, rechts von dir, rechts von dir, genau rechts von dir. Diesmal rechts. Ja, ich fahre doch schon rechts. Ah. Hast nein, das? Der eine ist links von mir. Dankeschön. Ja, der Gärtner hat mich schon wieder tot. Okay, ich habe Blattlinge ausgeschaltet. Der Gärtner hockt gerade neben dran. Wir verlieren das eine Punkt. Oh, da hocken beide. Pumann und Gärtner sitzen nebeneinander und decken sich gegenseitig den Rücken. Ja. Aber einen von den drei habe ich weggeholt. Die waren nämlich zu dritt. Und vor allem, du kommst nicht ran an die drei. Ja, einer schaut nach links von denen, einer schaut nach rechts. Das ist das Problem. Die sind zu zweit und decken sich den Rücken. Ich werde dann aufpassen, Alter. Sind die hin? Ja, da vorne steht wieder einer. Links. Wo? Am Stein. Ich hab markiert. Und ich schieß schon wieder irgendein Sniper von der Seite weg. Das ist Blattlinger. Hast du ihn? Ach, der ist tot. Ich hab ihn nur verwundet. Ja, und als ich ums Eck kam, lag er am Boden. M1 Garant hat er. Warte, die konnte ich mitnehmen, die ist besser als die Scheiße hier. Sniper rechts von C2. Rechts von C2? Steht im Chat. Von uns aus. Ja, geil. Die Beschreibung ist wieder best. Wir brauchen Himmelsrichtungen. Rechts von C2. Ja, aber selbst Himmelsrichtung bringen uns nicht viel, weil wir nicht wissen, wo. Look at the Karte. So haben wir Himmelsrichtungen. Ach so. Na ja, gut, das kann da wirklich sein. Im Norden wird immer im Norden bleiben. Oh Gott, ey, sogar im Nahkampf sind die Sniper OP. Ja, klar. Töten nicht einfach. Ne? Oh, jetzt hoppen die wieder C2, oh, hey. Okay, auch zu B1. Ich bin schon bei B1.
bin irgendwo dazwischen zwischen C2. United States Captured South am C2 Attack Award 220. Oh, fickt euch, Sniper, Alter. Fickt euch einfach. Ich weiß gar nicht, wie lange das geht überhaupt. Die haben gerade noch mal 2 Minuten drauf bekommen, die Angreifer. Weil sie so gut spielen. C2 erobert haben. Naja, weil sie C2 erobert haben. Weil sie so gut sind, oder was? Das ist nein, Problem. Weil sie C2 erobert haben. Das war ironisch gemeint, diesen Lappen mit den scheiß Snipern, immer mit dem. Der Gärtner. Lappen. Ey, Mann, warum sterben die nicht, ey, mit den Snipern, Alter? Genau. Da kommen zwei Wägen. Ist klar, jetzt läuft einer ins Haus rein, ich gebe ihm 3 Headshots mit dem MG, er dreht sich um mit seiner Sniper, gibt mir einen One-Hit. Ich habe einen getötet von denen, es kommt im Häuserkampf. Ein Panzer, toll! Jetzt hockt der Gärtner nicht mehr, jetzt tut er nicht mehr Sniper, jetzt hockt er im Greyhound drin. Ey, willst du mich verarschen? Hä, was? Was, bin ich gestorben, Alter? Fickt euch, Alter. Was hab ich? Jetzt hab ich hier die Scheißwaffe. Scheiß Huren, ne. Das ist unglaublich. Also wenn wir jetzt B1 erobern, haben wir gewonnen. Nein. Doch. Wir können nur über Zeit gewinnen, Futter. Oder die Punkte wegnehmen von ihnen. Auch noch. Die haben auch C1 auch noch. Ja, sag aber, oder die Punkte wegnehmen, dann gewinnen wir auch, wenn wir C1 auch noch hätten. Wenn wir alle wegnehmen. Wir dürfen keinen einzigen Punkt mehr haben. Dann haben wir gewonnen. Aber das werden wir in den 2 Minuten, die jetzt vielleicht noch da sind, nicht mehr schaffen. Oh, dieser Scheißdreck. Wir haben den Panzer direkt bei C3 im gegnerischen. Fickt euch! Oh Mann! Das ist noch ein Sniper, ey! Pammer, ich hab den Panzerfahrer gekillt. Wie kannst du den Panzerfahrer killen? Der hat oben rausgeguckt. Ach so. Haben gehadshottet. Na gut, dann geht's. Guck jetzt mal, hab ich seinen Panzer gehackt. Ich wollte gerade sagen, ob du den Panzer kriegst. Dann komm rüber zu B1, wir brauchen dich hier. Dass wir wenigstens B1 nicht mehr angreifen können, weißt du? E1, ja, ich kann. Das haben wir nämlich so gut wie. Dann könnte ich auch einen von euch vielleicht als Second Gunner benötigen. Ja, jetzt jawohl. Ist schon vorbei. Jetzt müssen wir zu C2. Jetzt müssen wir die erstmal hier töten, wo hier noch rumgeiern. Umqueefen. Na, diese scheiß Sniper. Juhuren. Oh, du kannst echt nicht fahren, du Wichser. No, mit dem Spaten erschlägt er mich, ja, ist klar. Oh geil, ich habe Maschinengun-Panzer. Ich glaube, die wollen B1 zurückkommen. Oh, super, ich werde schon wieder angeschossen. B1 kann man nicht mehr erobern. Ja, ich habe jetzt C1 wieder eingekillt. Geht nicht? Doch, geht schon. Wollte doch sein, müsstest du noch bei C2, Markus. Der Panzer gibt dir Deckung. Da ist einer. Ja, ich weiß, ich bin am Reload. Ich bin tot. Der ist down. Mein Panzer wurde gewone-hitted von einem anderen Panzer. Geil, ne? Ja, YOLO, ich habe wieder einen weggeholt. 10-14, das kann sich sehen lassen hier bei dem 6, Spiel. 6-20, kann sich gar nichts. Boah, Mann, da ist nichts los hier. Hauptsache ich spawne und als ich spawne, steht mein Fahrzeug einfach einsam und verlassen zwischen 3 Gegnern rum. Markus, du bekommst gleich Besuch von 3. Ja, ich habe Verbündete, aber ja. Ich hab Verbündete und ich bin tot. Ja, mein Verbündeter lebt noch. Ja, der muss jetzt C2 cappen, das wäre perfekt. Jetzt haben wir noch einen Verbündeter. Jetzt ist der andere tot. Jetzt sind sie alle tot. Ja, ist gut. Ja, wir haben eh gleich gewonnen. Ach, jetzt kann ich nicht mehr spawnen im Auto. Ja, weil ich reingespawnt bin. Oh, da steht ein Panzer.
Ah, jetzt bin ich beim anderen reingespawnt. Ah, wir haben C2 wieder verloren. Oder ist er noch? Also du kannst mit Handgranaten einen Panzer töten. Ja, das haben wir auch gerade gemacht. Und ich habe einen Verbündeten dann mit meiner Granate. Wollte gerade sagen, du bist doch gerade neben mir gestanden. Ja. Nein! Ich habe zwei Leute geholt. Und ich habe einen Verbündeten mit meiner Granate, da vorne läuft einer. Ja, ich habe ihn gesehen, aber gesagt, ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn nochmal getroffen. Panzer von links, Panzer von links. Ich bin tot. One Hit von einem Standardgewehr. Ich muss in Deckung, ich habe eh nicht mehr viel. Nehm noch weniger. Ah, Deckung. Das, ihr könnt ja aufgeben, ihr Deutschen, wir haben eh gewonnen jetzt. Derzeit schaffen sie es wirklich nicht mehr. Nee, nicht, was egal was sie machen. Warte, ihr ohne Granate, geil, fickt euch, ihr Hurensöhne. In der Luft trefft er mich, ja genau, Legshot. Fußschuss bringt mich um. Wir gewonnen in 30 Sekunden haben wir gewonnen. Juhu, dann ist endlich diese Folge rum. Damit verabschieden wir uns mal wieder für einen längeren Zeitraum von diesem Spiel. Ja, so für immer oder ungefähr so. Hoffentlich. Naja, man weiß ja nie, was die Zeit mit sich bringt. Genau. Kein Heroes and Generals mehr. Vielleicht wollen ja die Zuschauer ja. Ey, ich bin jetzt schon MP-Angriff Level 2. Wollten wir nicht auf eine Runde MP? Wollten wir nicht auf einen Kommentar eingehen? Radius Battle 1 Stern. Also Leute, das war's dann für dieses Folge 300. Folge Planetside 2. Ein kleines Spessel und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.